So, heute geht es um Ablenkung. Also wir lassen uns sehr häufig von Dingen ablenken, zum Beispiel von Fernsehen, von irgendwelchen Kaufhäusern, vom Radio, vom Internet, von Facebook und so weiter. Und wir haben es verlernt, einfach mal nichts zu tun. Also einfach mal ohne PC, ohne Buch, ohne irgendeinen Bildschirm da zu sitzen und nichts zu tun. Weil wir dann spüren müssen, dass irgendeine Leere in uns aufkommt. Also wir fühlen uns dann irgendwie plötzlich nicht zu nichts mehr nutze und plötzlich, das ist auch so eine Art Unwohlsein, die dann langsam aufsteigt. Und dieses Unwohlsein ist meistens so eine Angst, sich selbst zu verlieren. Wenn ich nichts mehr zu tun habe, wenn ich mich nicht von außen beschallen lasse, dann muss ich ja plötzlich über mich selbst nachdenken und über meine Probleme und wer bin ich dann, wenn ich einfach da sitze und nichts mache? Wie würden Leute gucken, wenn ich einfach mal da sitze und nichts mache? Ich meine, die Leute, die gehen raus auf den Balkon und schauen in den Himmel, genießen, aber rauchen dabei eine Zigarette. Das heißt, sie brauchen immer irgendwas zu tun. Wenn man jetzt einen irgendwo in der Gaststätte draußen auf einem Balkon oder irgendwo sehen würde, mal nichts tun, keine Zigarette in der Hand zu haben und trotzdem ein bisschen die Umgebung genießen, dann würde man denken, was macht denn der da Komisches? Ist der ein bisschen durchgeknallt oder was ist da mit dem, was ist mit dem los? Also es ist wichtig, dass wir uns nicht von diesen Äußerlichkeiten zu sehr beeinflussen lassen, weil wir uns dann sehr schnell selbst verlieren. Wir werden dann abhängig von äußerlichen Einflüssen und verlieren unser wahres, unser tiefes Sein quasi. Was sowieso die meisten schon getan haben. Also viele Leute spüren das tiefe, wahre Ich gar nicht mehr richtig. Aber eine gute Übung, um da wieder ein bisschen hinzukommen, ist eben einfach mal für 10 Minuten am Tag alles abschalten. Komplett und einfach nur da sitzen und wirklich so sinnlos wie möglich da sitzen und einfach gar nichts tun. Und sowas nennt man auch meditieren. Also einfach mal den Wecker stellen, den Timer einfach auf dem Handy auf 10 Minuten, 20 Minuten, sich hinsetzen, alle Ablenkungen ausschalten und einfach nur da sitzen. Und wenn man plötzlich anfängt, irgendwas zu denken, was man noch tun muss und gleich aufspringen will, trotzdem sitzen bleiben. Sich nicht dafür verurteilen, dass man jetzt den Gedanken gerade gedacht hat, sondern den Gedanken einfach drüber ziehen lassen, wie eine Wolke, die vorbeizieht und einfach wieder versuchen, ins Hier und Jetzt zu kommen, auf den Atem konzentrieren und so weiter. Ist eine gute meditative Übung, um sich selbst mal wieder ein bisschen besser kennenzulernen und vor allem, um sich mit seinen Ängsten zu konfrontieren. Weil jeder hat Ängste in sich, die er meistens überhaupt nicht kennt. Und es wird einfach 24, 24/7 werden wir abgelenkt oder lenken uns selbst ab, um eben damit, um diese Ängste nicht spüren zu müssen. Und das macht auf Dauer krank. Also das ist mein Tipp und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.